Neuer Rang, neues Glück. Was haben wir eigentlich? Also, wir haben Oppo mit blitzschnellen Reflexen. Zwei Speed und aber Nekrophobie. Fürchtet Kadaver und Symbol des Todes als Pestdoktorin. Au, wenn ein Leichnam da ist und sie getroffen wird, kann sie Stress bekommen. Ach du Scheiße. Aufbäumen. Oh, wenn weniger Leben, mehr Schaden. Das war ja vorhin gut gewesen. Zimperlich. Ekelt sich von Körperflüssigkeiten und Eingeweiden. Nymeria. Also wirklich, Körperflüssigkeiten und Eingeweide sind ganz natürliches. Ah, Lumilomsa ist eiserne Standfestigkeit. Resistenz gegen Bewegung. Und provokativ. Ein scharfer Verstand und eine spitze Zunge. Und Chryso ist eine begabte Kämpferin. Nahkampfschaden und Crit. Holy shit, ist es gut für eine Barbarin! Der F! Damage und Crit einfach nice. Ekelt sich auch vor Körperflüssigkeiten. Ja, da kann ja mit der Meria sich freuen an Nachbasten. Okay. Onward. And let us hope enough yet remains of the world. In crisis, no gain is insignificant. So, schauen wir so, was wir gekriegt haben. Heilsalben! Okay. Wow! Ist da Heilsalben mit? Okay. Das sind Gasthof-Sachen. Stärke-Buff, minus Stress, Chance of positive oder negative Affinity. Aber man kann einen positiven Buff oder einen negativen bekommen. Und zwei Speed und Blutungsresistenz. An Blutungsresistenz haben wir mal nach vorne hin. Zwei Speed ist so eine Sache von... Vielleicht wollen wir da schnell einen Speed bekommen für Fechtschritt. Weil ich das Konto dann gut rausgestellt hat. Wir können aber natürlich auch die Sache gehen, dass wir das hier verbessern und generell Crit und so gehen. Oder wir gehen... wer will denn eher zwei Speed und schnell drankommen? Es blutet. Wir können natürlich auch... Schade, das ist halt ein Buff für einen anderen. Finde ich immer noch besser als das eine da. Ah ja, nehmen wir den damit. Wäre eine stumpfe Waffe nicht besser? Wo? Despite our differences in age and position, we share a keen fascination for archaeology, folklore, and of course, occultism. Klasse. Oh, wenn man low level ist, gibt man Rundenbeginn auch mehr. Okay, Testdoktorin gibt's OP. Wenn man Gift früh drauf hat, ist auch ziemlich gut, ne? Oh man. Oh, worauf es auch viel drauf ankommt, ist wahrscheinlich dann gleich ein Weg, wer es erstes will you rebuff their earnest, please? Okay. Oh, die beiden arbeiten zusammen, hä? Möge diese Reise das Feuer in uns ein Herz zu schüren. In this world, wealth is worthless without purpose. Back to the pit. Ich hoffe, die bringen den Spruch einmal nur rein, das hätte ich zu dem nicht gut. Oder, wie wär's das? Overconfidence is a slow and insidious killer. The point of no return welcomes you. With open arms. Das ist so der Anfang immer, ein bisschen chillig rein. Und dann geht's langsam los. Es gibt mal einen Kampf, nehme ich mal an.
kommen zum Gasthof oder wir haben keinen Kampf bekommen. Ein Kampf vom Gasthof. Oh ja, doch. Ein Kampf, dann Gasthof. Und dann müssen wir uns am Weg wählen. Okay, Namaria. Das sind halt wirklich so Blutdings. Hack einfach rein. Mhm. Da könnte man taunten oder wir hacken einfach hinterher. Ich weiß, das ist nicht so schön. Es sind halt nicht so Giftmöglichkeiten, diese Wichser da. Genau, wenn wir den jetzt so giften können, dann buffen wir halt Lumilomso und dann. Und wir haben einen Konterschlag. Fängt gut an. Hat von seinem Meister gelernt. Holy shit, man! Wir haben nicht den Crit-Buff. Das ist einfach nur so. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Das war auch ein guter Spruch. I approve. Oh ja. Messy. Okay, da ist die Kampf sich so effektiv. Man. A righteous action. Ich hab mal ein bisschen was Zeug. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Ah, da muss ich mal die schnell Hotkeys noch rauskriegen, dafür, dass ich da mal gleich reingehe. Umschalten was. Okay. Dann haben wir die Gruppe so ein bisschen austesten. Man kann Skills austesten und dann geht's zum ersten rein. Bevor wir die Reise zum Darkest anfangen. Ich frage mich, ob das ein Prequel ist. Rest now for a time. Ob das die Reise zum Dorf im ersten Teil ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil da hinten das Darkest Dungeon ist. Okay. So, ich nehme an, wir machen die Buffs draus, weil wir kriegen einen Stärke-Buff. Wir haben eine Chance dann auch. Wir können zwei Ziele boxen. Wir können zwei Leute boxen lassen. Ich meine, wer will gegen wen boxen? Das wäre auch nice. Würde Sinn machen, man kommt mit der Kutsche an, ja. Oder es kommen beziehungsweise einige Gefährten kommen mit der Kutsche an. Würde Sinn machen, ne? Auf dem Weg zum Darkest Dungeon. Macht Sinn, ne? Okay, ich lasse jetzt Crisis gegen Oppi kämpfen. Okay, was habt ihr bekommen? Vorbereitet. Zweimal ausweichen, einmal Speed zu Pumpkin? Holy shit, Oppi hat was beigebracht, Crisis. Das ist ja nice. Und was hat Oppi gekriegt? Nichts, war einfach bloß der Buff halt. Nächste Region, 5% Damage. Das ist nice. Okay, dann lassen wir natürlich noch Lumbelomso und Amelia boxen. Ah, da waren keine Dinger dabei. Okay, es hat bloß eine Chance, was dazu geben. Aber hey, für alle 5% mehr Damage. Das eine war ja bloß eine Chance. Okay. Aber besser als nichts, wir wollen halt irgendwas einsetzen. So, und dann? Listen. Practice. Improve. Da können wir den Damage erhöhen. Damage bloß. Da können wir. Das Ziel ist 2 Runden lang geschwächt. Oh, das Ziel ist. Was ist das? Upsa. Betäubt. Ah, oh, jetzt habe ich gerade gecheckt, weil man betäuben kann mit dir. Es wird betäubt, wenn er mit Combo. Du kannst es nur noch mit Combo betäuben. Und hier auch mehr Schaden, mehr Blutung. Und man kann Blutungsresistenz mit Combo. Wir müssen nochmal die Combo-Sachen da irgendwann mal finden.
Und da macht man ein bisschen mehr Schaden und ist dann für 3 Runden in Taunt. Da kann man halt richtig lang taunten. Glaub nicht. Und es entfernt auch. Oh, durchatmen. Atemlos. Okay, interessant. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem mit Lumelums. Und ich glaube, das ist der eine Buff war einer der besten, den wir kriegen konnten. Nicht unbedingt Fechten mit 3-mal, das war auch nice. Aber hier mit 2-mal Crits, 2-mal Ausweichen. Einmal buffen und dann einfach critten und ausweichen die ganze Zeit. Weil dann können wir auch damit critten oder generell mit irgendwas. Weil die anderen Sachen mit Kombos kann man das wirklich machen. Oder wir nehmen natürlich den Heal mit, dass der stärker ist. Der ist halt auch immer gut, ne? Wir haben so wenig Heal sonst. Ich verbessere jetzt den Heal. Let's go. Es entfernt dann auch die eigene Blutung und vom anderen und halt den anderen. Das ist toll. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. 3-mal einsetzen pro Kampf. Oh, wir brauchen noch einen Namen. By the way, der letzte Karren war wirklich ein guter Sarg. Wir haben Felix ziemlich lange rumgeschliffen. Und Candy auch eine gute Weile. Wir brauchen noch einen Namen, Chat. Wie nennen wir unsere Reise? Wie nennen wir den Karren? Brunhilde. Trojanisches Pferd. Kutsche MC McKutschface. Kutsche McKutschface, jetzt hat. Boaty McBoatface. Couchmobil. By the way, hat irgendwie vorhin jemand rausbekommen, was... My side, your side. Woher das kommt, aus welcher Serie? Niemand kennt niemand, oder? Käse kennt sich. Crispy Bacon. Ist ja fast wie Lance Hartwood. Was hältst du davon, wenn der Karren immer der Name ist, was als letztes lebt, wie zum Beispiel eben Felix Sarg? Ums Taxi. Hallo, Miss Black. Packe meine Kutsche, Fake Taxi. Nee, wenn dann der als Erste stirbt, als in Ehren. Aber nee, ich find's viel witziger, wenn Chat ein paar Vorschläge macht. Knutschkutsche. Das gefällt mir mit KK, die Knutschkutsche. Das gefällt mir. Das ist die Knutschkutsche. Ich mag solche, wie nennt sich das? Wortreime oder Satzreime? Knutschkutsche gefällt mir. Narrenkarren. Das klingt auch nicht schlecht. Oh, Varus! Holy shit! Du hast einen Clip gesehen von Farscape mit so einer Szene. Da landen sie ins Gefängnis, dann kommen sie rein, da sei dann My side, your side, my side, your side, my side, your side. Ich hab's auf Englisch gesehen. Farscape ist eine geile Serie. Damn! Hast du das... Wie hast du das... Hast du nach my side, your side gesucht? Das ist eigentlich eine unbekannte Serie. What the fuck? Ich bin begeistert, dass du das gesehen hast. Nice, aber dass du es wirklich finden kann auf Google. What the fuck? Die Serie ist 20 Jahre oder so alt. Und ich glaube, nicht so bekannt. Die waren bloß 4 Staffeln und dann ein Endfilm. Ich meine, Claudia Black hat mitgespielt und die hat schwarzes Leder getragen. Das hat das junge mich sehr angemacht, das anzugucken. Das würde mir jetzt noch sehr viel Spaß machen, anzugucken. Aber... Farscape ist eine saugeile Serie. Also, die Knutschkutsche oder Narrenkarren. Narrenkarren sind mehr... Okay, Chat, Knutschkutsche oder Narrenkarren? Es gibt auch eine Parodie von Farscape, ich sage, oh ja, weil Claudia Black und ich weiß nicht, wie er heißt, wo Crichton spielt auf Farscape, die haben ja in den Endfolgen von Stargate auch mitgespielt, in den letzten Episoden, haben die ja übernommen.
Beziehungsweise Claudia Black hat diese Gastding. Und ja, dann gibt's das sogar. Ich hab so lachen müssen. Knutschkutschig, Knutschkutschig, Narrenkarren, Narrenkarren. So wird's nichts, Chat. So wird's nichts. Wir brauchen eine Mehrheit. Wir brauchen eine Mehrheit. Ihr dürft nichts ausgeglichen schreiben. Der Nächste, der jetzt was schreibt, das wird genommen. Beide gut. Ich hasse dich! Verschwind hier! Du kannst nur zahlen, du entscheidest, du sagst beide gut. Knutschkarre! Boah, ihr seid gemein! Narrenkarren! Also, okay, der Narrenkarren ist es. Oh, shit, Tyrone, ich lieb dich so. Der Nächste entscheidet. Beide gut. Knutschkarre. Seid so echt. Ihr seid toll. Oh Mann, okay. Wir haben das Dickicht und die Gosse. Hier haben wir Akademiker-Sachen und Belohnung bekommen wir. Meide den Wachturm. Okay, da könnten wir 2 Meisterschaftspunkte bekommen. Was ist Hoffnung 500? Kämpfe höchstens einmal gegen Invasoren. Minus Blutungsresistenz. Die EP am Ende? 500 extra EP? Our great cities burn. All Let's go. Beauty and knowledge. Let's go. Die Aussätzige wartet auf uns. Das wäre natürlich krass. Die Gosse. Behold. The great cities of man. Wenn wir das so machen, kämpfe höchstens einmal gegen Invasoren. Was sind denn Invasoren? Sind es das, wenn es auf Null fällt? Oder sind es so Resistance Encounters? Das ist nicht das wahrscheinlich. Was sind Invasoren? Ist das? Warte mal. Vielleicht ist es das. Warte mal. Können wir hier irgendwo. Fackel. Okay, wir haben keine Fackel. Fackel. Gibt's nicht. Ah, die Fackel. Erkundung. Bad. Kutsche und so. Shit. Waren es Invasoren, wenn die. Ich hatte am Anfang irgendwo einen. Kultisten. Die Flamme weiter unten. Oh, die Flamme, danke. Erloschene Flamme. Bei Fiendish Kultis. Das ist nicht unbedingt Invasoren, das ist wahrscheinlich was anderes. Okay, dann nehmen wir aber nicht Unbekannte, weil ich nicht wissen. Hilfesuchende oder ein Encounter? Rewards Power, Wealth and Reduce Loathing. Was immer. Au, dass sie sich gegenseitig dazu hassen wahrscheinlich, ja? Ja, dann. Und da ist alles wieder zusammen. Ich meine. Braucht man eigentlich nicht. Dann nimm mal einfach ein paar Vorräte mit. Zufall gehe ich nicht, dass nicht, dass da irgendwie Invasoren sind oder so. I'm desperate. Oh, ich need your help. Oh, fahr drüber nach rechts. Die reagieren nicht immer so schnell. Oh, Tatsache, das ist ein Schätzchen-Zeug. Da links. Easy. Oh, Mitte. Du kannst anscheinend links, Mitte und rechts fahren. Du kannst ganz frei. Ups. Okay, das Verzweifelten. Was machen wir denn denen? Wir könnten sie ausnehmen, aber wir machen einfach Fackel ganz hoch, scheiß drauf. Hilfe ist mindestens, was wir anbieten können. Oh, das Minus. In Crisis, no gain is insignificant.
Ein Ziel, sehr starker Blutungsangriff. Oh. Oh, 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 oh. Ja, haben wir da die Kette drauf. Wenn wir ja. Das würde ihm die Kette geben. Und da können wir. Halt Blindheit bei dem Helden. Auch interessant. Dafür. Aber ich hätte es ja nicht. Was ist, wenn ich Autokutsche mache? Nein, dann fährt es nicht richtig. Okay. No! Jetzt wollte ich nach links das erwischen, habe ich es rechts verpasst. Ah! Okay. Wenn man nicht mehr dodgen will, dodgt man. And imbue them with purpose. Rot, das sind Gasthofgegenstände, da können wir uns dort dann heilen. Relikte. Heilsalm, Kampf gegen blendenden Ziel. Gasthof und Koffer. Okay. Dann wollen wir mal. Fällt ja ziemlich chilling an. Akademiker und dann kommt aber ein garantierter Kampf. Okay, da konnte ich eine Beile erwischen, nie im Leben. A place of research and inquiry. A monument to a once prestigious what the career. Fuck, man. Die Waffen sind an der Figur verschwendet. Wir haben eine Trinket Chance. Minusflammen kriegen Stressschaden. Ne, Minus-Stressschaden. Ne, Stressschaden einfach. Plus. Das ist einfach. Und ein Tick-Effekt. Oder was haben wir hier? Auch. Trick-Effekt ist beides. Verschwendet. Ich kenne Leute, die sie kaufen würden. Wir hatten die höhere Chance. Lumilomso und Ameria? Ameria ist eine Grabräuberin. Also die sollte dann so ein Grab räuben. Let's go. Nervenbündel bekommen und alle haben Stress bekommen. Rundenbeginn, die 15% Chance, Crit zu machen. Oh, Artifact of An. Peril, Peril, Nervenbündel, Rundenbeginn blind. Wow. Your collection can wait. Press onward. Das ist böse. Rundenbeginn. Das ist böse. Ja, mein Preis aus dem Crit. Blind in der ersten Runde gleich zu sein. Oh, das ist böse. 15% Chance bloß, aber. Egal, wo wir da hingehen. Chaos must be met with unwavering resolve. Okay, Ende Halde. Oh, wir können die auch entkommen. Aber das kostet halt Fackel. Braucht man halt das auf den Kampf. Ah, es mögen sie halt. Opi will in den Kampf. Okay. Oh, das sind auch die Wichser. Okay, jetzt weiß ich, warum die anderen weg wollten. Vielleicht doch nicht abhauen sollen. Sind immerhin zu Gift problematisch, also können wir gleich. A miscalculation, ah, der hat der Ausweichen auch bekommen. What the fuck, man? Das fängt doch gleich so an. Genau, wir nutzen einfach. Das sind 5 Blutungsschaden. Kann man den bluten lassen? Yes. Nice. Und Gift hinterher noch. Okay. Der muss einfach weg. Buffen wir uns dann? Einmal mit Crit und Ausweichen machen wir uns das. Und. Der wird wehtun. Den Hafen. Oh Gott, tut der weh. Okay. Da können wir vorwärts und taunten. Da könnten wir die Blutung verweitern, da. Das machen wir nicht. Könnten wir die Blutung erweitern, mehr Blutung machen. Ja, schlecht. Mehr Blutung.
Flyer Hit Attack Speed. Mehr Gift. Ja, ich habe entschlossen, es sind die vorderen oder hinteren rauszunehmen, obwohl wir die weniger haben, aber ich habe festgestellt, bei vorne können wir einfach viel mehr Damage Gap machen. Also versuchen wir uns den vorderen dicken Damage Healer auch schnell rauszunehmen. In der Hoffnung. Wir können den dann schneller rausnehmen. Wir haben jetzt auch noch einen Crit. Das hätte ich auch gekonnt und zwar besser. Das muss ich jetzt wegkommen. Das ist eine Maria, Crisis, Rilomsa, OP. Okay. Crisis. Blutet schön. Der ist eh schon unten, das heißt. Wir wollen ihn vielleicht anhauen, dass er dann von der Blutung oder einem anderen noch direkt stirbt. Das ist ganz Schwell des Todes. Okay. Aber Schwell des Todes macht auch 50% Damage runter. Oh, ein ausgewählter. Und dann tickt's für tot. Ciao. Okay, das war schön. Das war schön. Und dann blenden wir die beiden. Hier ein, sind beide giftanfällig, ja, aber eher den Verbrenner, oder? Oder den Schamane. Der ist schneller tot halt. Mal den. Oh Gott, der bufft halt. Können wir denn. Können wir halt hauen, man, theoretisch. Funktioniert. Durch den Durchwerfer. Das ist halt das Problem hier mit dem. Wir müssen die Leiche irgendwie wegkriegen. No, what? Wir müssen die Leiche nicht wegkriegen. Wir bewegen uns nach hinten. Lumilomsa. Dann können wir nächste Runde beschießen einfach. Ja, halt, halt. Das ist okay. Und dann. Oh, Discord, was machen wir, wenn wir da hinten stehen? Oh. Das war ganz gut. Ah, eiserner Schwarm. Nice! Jetzt tick runter! Tick runter! Ja, und da kann man nichts machen. Ohne fucking. Lass die Leiche vergiften, dass es sich auflöst. Au! 5 Runden 3. Oh, das muss man gleich wegmachen. Oh, das ist nice. Das können wir wegmachen. Piss, oder? Extinguished ja. At last. Oh, da ist er verreckt. Okay. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Das läuft. Buff Crit. Unser Crisis. Nein, Nameria ist dran. Gift drauf. Crisis. Damage drauf. Oder wir könnten dann sogar taunten. Lass uns auf jeden Fall nach hinten nochmal hauen. Oh. Ah, Gift. A slow dissection. Okay. An unavoidable end. Au. Oh. Muss lieber weg. Tun wir den Schaden vermeiden. Und. Reife Leistung! Und Crisis. Suffering strengthens the bond. Gemeinsames Leid stärkt unsere Bande. Oh. An inkling of potency Crisis und Lumilomsa kommen gut aus. Some of these well-worn relics. Wow, plus 4 Speed. Das ist ein gutes Teil. Das ist ein gutes Teil. Das ist ein sehr gutes Teil. Wer immer dann kommt am Anfang dran. Dann. Wir hatten ja hier 2 gegeben. Das ist ja schon bei 8. Wer ist denn langsam? 7, 5. So. Jetzt gebe ich es doch nochmal so.
jetzt entweder Kontergrid oder... Oh, der Hintergrund, da bin ich wohl übersprennt im ersten Teil, wo sie angreifen. Stimmt, wo Wolf angreift, der Bitch, ne? Ne, ich will nicht unbekannte Sachen gehen, weil ich versuchen will, diese Invasoren da aufzuhalten. Das ist nicht, dass es da irgendwie so ein Event gibt. Hier sind Invasoren. The lost souls of a dying und wie der heißt? Empty of hope. Oh, das war nervig. Humanity. Der Boss ist so abartig mit den Bomben. Ja, jede Region hat anscheinend so bestimmte Gegner halt dann. Okay, wir können Crit gehen oder wir können Konterschlag geben bei der Situation hier. Das ist beides nicht schlecht. Wir gehen Crit, dass wir die hinten rausnehmen können. Na, hoffen. Oh, da können wir auch beide mal blenden, Oppi. Nice. Ja, yeah, die hinten im Spiegel will ich rausnehmen. Nice. Okay. Widerstand. 20% Widerstand. Jetzt können wir nämlich einen eisernen Schwan noch machen. Aha. Oh. Oh, Christ, das war Minimal Damage, ne? Oh Gott, der Stress geht aber auch schon gut hoch jetzt wieder. Brauchen Leute mit Stress besser klarkommen. Oh, come on. Also noch Schwan. Nice. Okay, die ist mal weg. Promising development. Ist gut, aber die Orte kennen, dann kann man sich besser vorbereiten mit Blut oder Gift und so. Ja, wie beim ersten Tages-Dungeon hast du mit der Zeit dann auch die Orte gekannt und gewusst zum Beispiel, Gift bringt in diesem Ort nicht viel. Die haben ziemlich hohe Giftresistenzen. Was ziemlich nervig ist. Aber Blutung würde man gut durchkommen. Das ist so eine andere Sache. Also müssen wir merken uns hier diese. Was war das? Gosse? Gosse nichts gut mit Gift. Dann sollte man halt auch keine Giftskills oder so aufwerten, weil. Wozu, ja? Wenn man da hinkommt. Das macht's echt schwieriger. Aber wenn wir jetzt Damage buffen einmal. Und Crisis! Oh, come on, mit 50% Bonus Damage! Hand zu Hand zu Hand. Muss da Maria die Hacke ins Gesicht hauen oder was? Nice, dann geht's doch. One less obstacle in our path. Hey Ricky, danke dir. Oh mein Gott, wieso? Du hältst es bei anderen halt aus? Oh, Hilfe. Oh, da können wir heilen einmal. Wuhu! Was die Kämpfe sind in die Invasoren auf der Map? Oh no. Strengthens the bond. Habt ihr schon eins von eins? Also kann ich alle vermeiden. An inkling of potency still lingers in some of these feuerworn relics. Okay. Na, wie soll man das dann schaffen? Höchstens einmal. Ah, no. Feuer, Feuer. Wir hatten vorhin immer gebrannt. Die haben nach hinten gehauen, oder? Ah, gibt da mehr, oder? Wird Opi brand. Opi kann sich von sich selber auch runter machen. Richtig? Auf sich selber und auf andere. Da können wir mal doppelt machen. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Kann auch heilen. Ja, gehen wir es nur mal langsam. Immer schön weglaufen. Ja, ja. Mal probieren. Stresslevel mit Kills. Beim ersten Kill. Es gibt wahrscheinlich gewisse Skills und so. Muss man halt auch höher freischalten oder da manchmal auch. Ich habe vorhin Plus-Stress-Level mal genommen. Hier verlieren wir Relikte, kriegen aber alles Mögliche hoch. Das ist bei allen drei gleich, ne? Nützliches als eine Handvoll Relikte. Ah, lieber was Nützliches als eine Handvoll Relikte.
The Wainwright awaits. Hoffnung! Crisis und Lumelosa! Sind ein Hoffnungspärchen. Entfernt. Erkundungschance für Horte. Kutschenverbesserung. Das sind Gasthofverbesserung und das sind Heilkräuter im Kampf. Okay. Ja, das ist die Wahloption, hängt davon ab, welche Charaktere das sind. Und wenn die, glaube ich. Ich weiß es nicht so richtig noch nicht, aber. Manchmal. Wenn sie gutartig sind oder gewisse Leute machen gewisse Sachen lieber. Ich denke, es wird, wenn es höher geht, wenn man sehen, dass manche. Oder vielleicht tun sie einfach von Anfang an zusammenarbeiten und sie sind. Oder sie kriegen irgendwie noch. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal irgendwie an, dass sie gewisse Persönlichkeiten haben. Und wenn du mehrere mit der gleichen Persönlichkeit hast, ist es halt praktisch. Upsa. Da ist ein Resistance Encounter. Das sind doch Invasoren, oder? Onward, while there is still time. Laufen wir mal hier. Mal schauen, whatever, YOLO. Ja, wenn du die Leute heilst, dann geht auch die Beziehung hoch. Ja, das mögen sie auch gerne. Nehmen wir an, wenn du den Kombos gibst oder so, oder ein Kombo vorbereitest für den anderen, das ist bestimmt auch was Gutes. Deswegen gibt es auch die Kombo-Sachen dann. Der Horta! Können wir ein Trinket kaufen? Oh, nichts, wir haben keine Trinkets, die wir uns leisten können. Kutschen-Upgrade, Erkundungschance auf alles. Interessant. Sehr starker Giftangriff. Das ist halt in dem Gebiet nicht so tot. Nicht so toll. Sparen wir das mal. Vielleicht kommen wir noch irgendwann in ein Lazarett. Obwohl, das ist ja schon recht voll, aber. Vielleicht kommen wir noch irgendwann in ein Lazarett. Da hinten war eins, aber das umgehen wir ja. Es macht halt auch jeden Run einzigartiger und so. Du hast dann auch verschiedenste Kombinationen und so, was passiert. Das ist schon, wo du hingehst, was für Boni du bekommst, was für Alternativen anstehen. Das ist halt saugeil. Schrein der Besinnung. Vergangenheit, auf jeden Fall, sie Barbarin. I was too young, too loud, too certain. Ich will den Heiler freischalten bei ihr. Den Selbstheal. Ich will ihn freischalten. Hellion. Hellion. The Eve of Glory. Die heißt Hellion? Nicht Barbarian? Interessant. Das ist der Name im Englischen. She was young to join the war band, but any who challenged her readiness were met with clenched fists and violent indignation. Having bloodied the last of her detractors, the matter was considered finally settled. On the eve of battle, she joined her clanmates in a raucous celebration, her stein and her spirits overflowing with abundance. Ah, da muss man nicht kämpfen. Das ist unterschiedlich, aber vielleicht für die späteren Stories. No! Das ist nicht das nächste, was wir kriegen. Das ist entweder zufällig oder eine feste Reihenfolge. Ich hab gedacht, das ist der Reihen der nächsten, was wir kriegen. Oh shit, ich dachte, wir kriegen den. Ich wollte ein Selbstheal haben. Der erste, das ist halt ein krasses Ausbluten und die sind schwach gegen Bluten. Das ist schon ziemlich geil. Aber haben wir irgendwas, was dieses Atemlos wegmacht? Nein, ne? Dann nimm mal dieses Brüllen weg. Ne, diesmal kein Kampf bei Pestdoktorin und Waffenkraft hat man auch keinen Kampf. Ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Stories. Aber manchmal. Ich meine, zwei Leute schwächen ist halt auch nicht so schlecht und entfernen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Ich nehme dir mal raus.
Und nimm das Blutung mal mit. Das Schwächen ist besser, wenn man das auf den Stun machen kann und es comboen kann irgendwie. Das Interessante ist, es kann ja sein, dass ein späterer Kampf kommt, weil jeder Held hat eine Story, wo man aufdecken muss. Und die kann man halt permanent aufdecken und dann Sachen freischalten. Und ich denke mal, das ist halt immer am 8. At least it should be. Das sind die 30 einig. Abhauen. Weil ich niemanden habe, der sich zum Beispiel für irgendwie Bücher interessiert. Das wäre bestimmt sowas für einen Okkultisten oder so. Wegschmeißen, nicht vergessen. Das ist interessant, das Wegschmeißen. Assistance Encounter. Ah, geh mal darüber. If you hope to heal, you have chosen wisely. Aber da kann man keinen Stress runterkriegen. Wegschmeißen kann man am Ende machen. Verkaufen kann man nicht, ne? Das wegschmeißen. Ja, voll. Wir bräuchten Stress. Da haben wir aber auch nichts, was heilt ein Stress Laudanum. Oh. Mit. Muss es Laudanum? Nice. Kann man Stress machen. Heilkräuter, ich meine. Shift-Klick zum Wegwerfen. Wegwerfen. Blendet einen Gegner. 2000. Schau mal, ich kann auch Sachen wegwerfen. Gehen wir wieder. Ha, hallo Lord Master. Es ist halt saugeil mit dem Stressmanagen, ist nur so eine Sache. Unbekannt, das ist aber blau. Wieso ist das blau? Oh. Hilfe suchen den Heldenschrein. Ja, aber ich darf wahrscheinlich keine Resistance Encounters, oder? Das sind Invasoren, das kann ich machen. Blau ist ein Kampf auf der Straße. Au! Dann muss ich den vermeiden. Oh, und Straße auf der Kampf auf der Straße sind wahrscheinlich die Invasoren, oder? Oh, da muss ich so rumgehen. Nehme ich mal an. Okay, okay, okay. Danke dir mit dem Blau. Jetzt ertrafen wir das. Ich hab's so toll nicht gelesen, weil ich bin ein Gamer. Ich krieg das auch so. Oh no, Knight! Covets what the other has. Was? Nameria? Opi? And plots to take it. Oh shit. Was, wieso seid ihr denn neidisch? Ihr dürft doch beide mitmachen. Jetzt habt euch mal nicht so. Es ist anders als Dark Souls 1, aber saugeil. Okay. Können wir die vermeiden dann? Wir müssen nicht jeden Kampf auf uns nehmen. Tschüss. Hahaha. Jetzt ist aber die Sache. Da könnte man, permanent was freischalten. Glaubt ihr, dass die Straßenkämpfe sind diese Invasoren? Da könnte man halt eine permanente Geschichte freischalten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Straßenkämpfe Invasoren sind. Weil sonst wird man nämlich durchkommen und da ist halt genau ein Straßenkampf. Naja, dann vermeiden wir das mal. Nee, wenn wir so knapp davor sind, ich hätte die... Dann holen wir uns hier eine Flamme links.
Dann holen wir uns hier eine Flamme und versuchen es zu vermeiden. Wir können da irgendwann noch später ab, wenn man das auch noch freischaltet. Wir haben ja jetzt schon eins bekommen. Die Straßenkämpfe sind safe. Nah, okay. Aber so kommen wir halt sicher bis zum Boss. Oh, minus 15 haben wir noch. Nervenzusammenbruch. Oh shit, Mann. Restless souls thrive in chaos they create. Man muss sich vielleicht da echt mehr Flamme aussuchen, damit dann eine höhere Chance ist. Kann es sein, dass es durchfahren irgendwie? No, 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 no. Ich muss bis zur Flamme hinkommen, bevor... die Flamme war fast aus. Alles Plus nehmen. Maximale Plus nehmen. Plus 15, plus 30. Okay, einer von den beiden. Wahre Helden geben auch, wenn sie nicht viel haben. Okay. Wir haben nur wenig, aber für einen Tausch reicht das. Ziehung gehen auch hoch. The Wainwright awaits. Das Environment ist eine Sauerei. Widerstand. Aber das Wichtigste, was da war, 30 Fackel bekommen. Ja. Und jetzt können wir nämlich bis zum Boss in Anführungsstrichen durchgehen. Aber schau, auch wenn der Stress einmal hochging, wir heilen ja zumindest wieder ein bisschen, aber das ist trotzdem ekelhaft hoch, der Stress. Ich glaube, wenn ich so viele Kämpfe vermeide, kommt fast mehr Stress, als wenn ich kämpfe. Okay. Alles klar! Opi, oh, wir könnten da zwei blenden. Nein, Neid, was macht er denn jetzt da? No, macht er nicht schwach drauf. Wir könnten in der ersten Runde mal blenden. In der Hoffnung, dass man da zu viel Schaden rüberkommt. Oh, Schinder. Wir buffen. Und den Crit. Waffen für den Crit. Laudanum. Das geht auch. There is comfort in company. Ah, schau mal, dann geht auch das Ding runter. Beide 25 Gift. Vielleicht können wir dann eben den Schaman schon mal so anfangen. Ja, okay. Aua. Muss es auf einer Maria sein? Gabe der Flamme, das wollen wir verhindern. Oh mein Gott! Die wollen sie stechen. Jetzt bracht er irgendwie hoch, ne? Nein! Verschlossene Augen. Oh Gott, wir sind zu spät dran. Wow, wir haben ja 100% Crit-Chance, aber wir sind blind. Das ist doch Bullshit. Naja, vielleicht trefft man ja. Zwietracht. Opi feindet sich hier mit jedem an. Machst du denn jeden schwächer hier? Jetzt haben wir 100% Crit, machen aber 50% weniger Schaden. I hate you. I seriously hate you. Das hätte ich auch besser gekonnt. Cyrus, jetzt seid doch froh, dass er überhaupt was macht. Gift und... Na, schau dich mal an da. Die waren halt nicht nett zu mir, also wirklich, Hoppi. Fucking Schamane, kann jetzt mal sterben, bitte, danke. Ja, heil die anderen, das ist okay, du stirbst, glaube ich, gleich. Nein, der heilt sich selber mit. Fucking shit! Okay, wir kriegen nochmal einen Crit. Yeah! Hat sich ausweichend gebufft. Yes, Namelia, so geht es. Nein, 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 hör auf, Namelia zu hauen. Okay, müssen sie sein. Kann sich gleich selber in Absinth reinziehen. Oh mein Gott, Luminomsa. No, fixiert, kann ich bewegen. Das ist okay. Blind bekommen. No, Nervenbündel. Könnten ja nochmal beide. Nee. Hatte da vorne nicht einer Gift drauf mal von mir? Ist er nach hinten gegangen? Oh, der arbeitet sich nach vorne.
Oh, die Scheiß, das Scheißvieh arbeitet sich nach vorne. Nice, der fucking Schamane ist tot. Okay, das ist gut. Das ist gut. Lol, wenn ich jetzt nicht bewegt werden kann, was ist, wenn ich einen Fechtschritt mache? Bleibe ich dann auf meiner Position stehen? Ah, nice. Praktisch. Okay, der ist ganz vorne. Mir kommt gerade so eine Idee, Chat, wieso der sich vorbewegt. Mir kommt gerade so eine Idee, wieso der sich vorbewegt. Mit so einem riesen Teil auf dem Kopf. Shit. Shit, 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 shit. Ausbluten ist der maximale Damage, den wir machen können. Let's go! Let's go! Töt ihn! Töt ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Nein, was geht? The work continues. Oh ne, das ist schlecht. Tötet ihn. Excellent work. Oh mein Gott. Okay, das Kontern ist halt... Oh, alles ist blind. Wieso ist alles blind? Hacke. Hacke ins Gesicht. Nice! Der Mädel trifft auch blind. Der blutet. Der blutet. Wir müssen bloß früher drankommen. Nein, Hacke ins Gesicht. Nice. Easy. Haha. 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 Wir kämpfen gemeinsam. Neid. Mann! Hier, Heilwehen. Dass du mit Leuten vielleicht ein bisschen zurechtkommst, OP. Das ist ja unglaublich bei dir. Dodge. Ja, da geht nichts hoch bei dir. Oh. Okay, okay. Könnt ihr noch selber heilen? Knapp sind. Weiter, nächsten Kampf. Los, weiter. Jetzt können wir weiterkämpfen. Kommt jetzt ein Boss? Und das ist ein Boss? Nee, da muss mehr kämpfen. Wir haben geheilt. Aber der Flamme. Hey, schau mal, da schleicht schon wieder einer. Mann, Obi, weh! Meine Güte, gib mir das auf den Sack, du mit deinem Scheiß. Ich gebe auch mal das Mündliche mal. Sieht man für mal alles für mich, Samus. Du musst die Leichen entfernen, das mache ich doch nicht. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Neid, seid ihr gegenseitig neidisch. Könnt ihr mal aufhören? Das ist überhaupt nicht stressig. Ja, ja, nice. Leute, ihr könnt alle was abhaben, echt. Erst Teil waren sie alle am Griffel und jetzt sind sie alle am No! Können wir auch noch vor? Vorwärts 1 geht gar nicht. Okay, wir können bluten lassen. Nice. Ich brauche Leudanum! Nein, natürlich, ja. Du brauchst denn hier da vorne? Kleptomanie anfassen, das war trollig. Und hier? Und hier? Ah. Ich hätte dodgen sollen. Das war eine schlechte Idee. Schlechte Idee, schlechte Idee! Okay, okay, okay. Oh, beide brennen, das ist schlecht, das ist super schlecht. Oh mein Gott, das ist super schlecht. Okay, 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 okay. Sorry, 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 sorry. Okay. No, 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 wir kommen wieder dran. Oh mein, komm! Oh, das ist okay. Das ist okay. Heilung. Heilung. Okay, Absinth. Absinth. Besten trinken. Lass die Fee sehen. Wir tun uns vielleicht ein bisschen nach vorne stoßen. Weil dann haben wir nämlich auch Taunt. Okay, Crisis, taunte mal bitte, danke. Okay. Wir haben immer noch unter ein Drittel HP, oder? Ja, unter 25% muss es sein. Oh, shit. Das ist schon... Und der verreckt doch auch so, oder? Ja, jetzt sehen wir. But effective. Wie OP der wieder durchdreht, weil der Mary was getötet hat. Das ist so unglaublich. Dodge und Krittern.
töten. Animus grows in proportion to mounting pressure. Obis auf jeden Sauer, der was tötet. Auf jeden. Holy shit. Opi will unbedingt einen Kill haben. Das ist unglaublich. Der weicht halt aus. Vielleicht auch nicht, Lumilum, sag ich nicht. Hätten wir einen Crit sonst gehabt. Ah. Oh. Nur vorgehen und taunten. Können wir nämlich ja gleich noch heilen einmal. Oh. The slow suffering begins. Blind und alles ist. Aha, oh no, 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 no. No, 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 no. Okay. Sieben Rotten ist gar nicht klar. A little help impeccably timed. Haben wir nicht nur Laudanum? Crisis. Okay, es gibt einen Stress runter. Werfen. Ausweichen. Na, mehr interessiert das Ausweichen. Ja. Nice. Das stört mich schon wieder mehr, aber Ausweichen ist ein Schritt für nächste Runde. Fucking Bullshit-Viech. Jetzt können wir nochmal heilen, also. Bitte, Opi, hol deine Crits, hol deine Kills, meine ich. Mein Gott, er weicht nicht aus und verbrennt. Wir haben kein Heal mehr. Emboldened. Wir haben keinen Heal mehr. Oh Mann. Shit, wir hätten eine Hacke machen sollen vielleicht lieber. Nein, der vergiftet so. Empowered. Vielleicht können wir, aber das Problem ist, wenn das Gift nicht. Nice, 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 nice. Taunt, wir müssen Taunt machen. Schwelle des Todes, aber das kann jederzeit trotzdem noch töten. Good. Mistimed. Oh no. Hacke ins Gesicht. Wir brauchen Damage, was uns tötet, das Feuer. Wir brauchen Damage. Nein, hör doch mal auf, da schau dich mal einer an. Einfach zusammen. Fight through the fatigue. Scheiterhaufen. Let us hope they find peace. Oh mein Lord, so ist das ist tot. Oh no. Oh no. Oh no. OP ist schuld, ja. Das geht ja gut los. Nervenzusammenbruch. Eine Beziehung bringt sich aus. Oh, OP hat Hass mit Crisis. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, jeder hasst OP in dem Run hier. Holy shit. Wir hauen hier ab. Nächste Belohnungen. Ja, nee, aber es ist immer tot. Wir nehmen lieber die 500 XP mit. Put it to good use. Oh, 4 Speed auch nochmal und Laudanum. Oh, noch ist nichts vorbei. Noch ist nichts vorbei. Oh, Discharge Eichel in the main room. Das sind ja Gasthofgegenstände. Leichname, das mal weg, das mal weg und das mal weg. Und da könnten wir Brandding heilen eigentlich. Ein sehr starker Angriff. Erstmal noch Sachen überlegen, was wir hier reinnehmen. Das heilt Blenden ist ein Bullshit. Ein sehr starker Giftangriff brauchen wir nicht. Das ist dumm. Gehen wir da lieber Laudanum. Mary hat ja auch Laudanum. Können wir nicht Laudanum zusammenlegen? Können wir hier Heilsalbe? Ne, Heilsalbe ist dumm. Machen wir da den Giftangriff von mir aus.
die Heilsalbe da drauf. Oh, nice, da haben wir ja auch schon eine Heilsalbe auch noch. Das ist die Brandsalbe. Ups, das ist eine Heilsalbe. Kann man aber da nicht stacken. Das ist, glaube ich, noch ein Bug oder so. Haben wir da auch Ahnung. Das können wir wegwerfen. Das können wir von mir aus wegwerfen für Bonus. Hier haben wir Brennresistenzen. Und Speed haben wir auch noch. Könnten da noch mehr Speed geben. Mit Obi richtig viel Speed jetzt. Dass es so richtig alle anpissen kann. Wir hätten nicht zwei Kämpfe machen sollen. Ich hätte mit einem. Ich dachte, im zweiten kommt dann der Boss oder so. Nein, es ist irgendwie, dass es da einfach noch mehrere Wellen kommt. Vielleicht wäre beim dritten Welle der Boss gekommen, weil es einen besonderen Gegenstand gibt. Aber mit so tot nehme ich doch nur lieber die 500 XP mal hin. Nice. We would come here in summers of years gone to write, Zunfthaus. Think and rest. Und einer stirbt, wird aufgefüllt mit denen, wo man hat. Das heißt, oh shit. Oh, das ist ja geil. Wir haben wieder einen vierten. Und ich kann ihn noch umbenennen. Und je mehr Leute du freischaltest, desto mehr Verluste kannst du auch eingehen. Oh, das wird ja geil. Okay. Ich meine, wir haben die Liste noch. Kartoffelklaus, willkommen im Team. No! Kartoffel, Moment, du bist jetzt Kartoffelklaus. Passt. Ich konnte das Klick auf Kadis Kopf hören. Absolut, ne? Dieses... Oh, jetzt raff ich, wie das funktioniert. Das ist ja genial. Oh, Mann. Vorwärts und reines Kampfgebrüll hat sich noch nicht sonst gut erwiesen. Oh, Mann, das war geil. Zoophobie hat Namira bekommen. Große Angst vor Tieren und anderen Kreaturen. Gott. Ungeschickter Tölpel. Lol. Vorbereitet gibt in der ersten Runde plus 1 Speed. Ungeschickter Tölpel gibt in der ersten Runde minus 2 Speed. Wow, Crisis. Wow. Gut gemacht. Und bei der Bewegung kriegt man Schaden. Man kann echt umkippen und hinfallen. Oh ja, wir können die Aufstellung ändern, definitiv. Wenn wir unten dann drin sind. Holy Mann. Gasthof, wir haben hier aber auch hier sind so. Low Chance of Harming, ganze Gruppe, Spielkarten. Okay. Beziehung, Beziehung, Soldaten dürfen nie um Geld spielen. Oh, okay. Das gab jetzt. Beziehung? Opi hasst immer noch jeder. Opi hat einen Hass auf Crisis und einen Knight of Namiria. Precious relics remind us of a time before the end. So kann man Accessoires kaufen, nicht wirklich. Da kann man dann gleich noch reingucken. Moment, Reisebericht. Nee, warte mal. One learns quickly when survival demands it. Blutresistenzen. Ich geh mal aus vorne. Oh, Gerinnungswickel, das geht nicht mit ihm. Waffelklaus. Dodge Spawn, Dodge Toten. Wir stellen Opi in die erste Reihe auf. Pfannkuchen! Pfannkuchen für alle, Pfannkuchen für alle. Pfannkuchen, Apfel und Käse. Ja, und je mehr man dann freischaltet, desto weiter kommt man auch. Trockenes Brot.
Nice. Transport. Gibt's denn noch einen? Spend what you can. Or wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Minostress. A bit of comfort. Oh, da waren bis zwei. On the road to damnation. Minostress. Ja, ob er den Stress verdient. Learn what can be taught, that you may stand just a little taller at the end. Okay, wir machen auf jeden Fall. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen Dickicht. Was haben wir da? Resistenzen, nicht so klein. Gewinne drei Kämpfe gegen Invasoren. Also, gewinne drei Kämpfe, ist überall dasselbe. Fütur. Akademiker, ein Koffer. Hoffnung, das ist Minus. Das sind Minus Giftresistenzen. Das heißt, dann können wir eigentlich auch gut Gift hochtrainieren, oder? Dann gehen wir ins Dickicht. Das heißt, wir können für Namaria auch die Pfeile nehmen, die dann doppelt so viel Giftschaden machen. Machen wir es einfach mal. So. Toffelklaus. Das macht er zum Beispiel, hat eine Chance, einen Stress zu entfernen und so. Und da wir so viel Stressprobleme haben, ich mach das doch mal auf zwei, auch nochmal hoch. Sag ich am Anfang mal. Aber da fand ich es immer so gut, aber jetzt mit mehreren Leuten und irgendwas tun wir Crisis auch noch machen. Also einen guten, können wir das starke Ausbluten machen? Ah, das ist, nee, nur wenn er mit. Ja, das Problem ist immer mit Kombos. Wir haben dann solche Kombos. Wir könnten den Standardangriff einfach hoch tun. Das ist zwei Minimalschaden hoch. Dann kann er einfach gut zuhauen. Mach einfach soliden Schaden vorne. Let's go. Machen wir das einfach. Machen wir das einfach. Den Wagenmacher. Wir können Kisten. Und Erkundungschance für Horte. Und da haben wir noch Trophäen, da haben wir noch gar keine Narrenkarren dran. Okay, Route auf ins Dickicht. Mud and rain. Resignation and death. This land is truly barren. Es wird, je mehr man reinkommt, desto geiler wird's. Das heißt, sobald man einen neuen Charakter freischaltet, kommt man dann auch leichter weiter und so. Oh, und ich kann dann jede Runde 6 Zuschauer dann schon mitnehmen. Das ist ja auch geil. Da müssen vielleicht die Preise ein bisschen hoch, wenn man eher drankommt. Only resignation. Okay. Resistance Encounter, Resistance Encounter. Und unbekannt. Ich meine, bloß ein Encounter? Keine Ahnung, schauen wir mal. Unbekannt hin. Toffelklaus nach vorne. I'm sorry, stimmt. Das ist eine gute Idee, danke. Crisis. Aber Crisis sollte eigentlich vorne. Toffelklaus kann auch in der zweiten Reihe. Danke an Holy, habe ich nicht mehr dran gedacht. So viel Sachen zum Erinnern. Okay. Das ist ja geil. Ja, und dann natürlich, je höher du kommst, desto leichter tust du da auch, weil du dann weiter. Aber wenn Fehler passieren, kannst du dich immer noch durchhauen. Das ist ein ganz anderes Spielstil, aber geil. Es ist trotzdem Darkness Dungeon. Was Neues und toll. Supplies this way, if you can make it. So. Nee, wir machen Plusfackel. Nee, jetzt warten, wenn wir helfen. Es gibt keine negativen Folgen zu erwarten. Schau. Außerdem verbessert sich dein OP ein bisschen. And be off once more. Und eine Stärke und zwei Speed für zwei Runden. Oh, schlecht. Die Punkte sind der Stress, was sie aufgebaut haben. Denn Stress ist ungut. Wenn er voll ist, drehen sie durch. Es gibt jetzt bloß nicht mal von bis 100 Stress, sondern bloß noch 0 bis 10. Haben sie jetzt ein bisschen vereinfacht, dass man die Darstellung auch einfach sieht. Es gibt halt, manchmal gibt es einen Stress dazu, manchmal nicht. Das sieht auch so geil aus, wie du hier rumgehst mit dem Karten durch die Wald. Das ist.
An impressive haul. Put it to good use. Okay. Ich meine, solange noch was frei ist. Ziehen wir halt was an. A simple choice. At least it should Jetzt gehen wir mal da. Wir müssen mindestens drei Invasoren bekämpfen. Jetzt gehe ich mit Absicht auf das Blaue. Um zu schauen, wenn dann Kämpfe kommen, ob das als Invasoren zählt. The worst kind of parasite. Opportunists. Ich hoffe, das hat vorhin die 500 gegeben. So. Schau mal, er kommt schnell dran. Wir haben null Giftresistenzen. Da haben wir den starken Angriff. 7 für den normalen Angriff. Nice. Für nicht Kritz, für nichts. Und. Für was? Wir machen einen Zuspruch. Gehen wir Stress runter. Ah, das ist natürlich dann nice, hier Stress runter zu machen. Oh, bam! Und noch mehr Gift drauf. Und dann ist er schon tot am Gift. An unavoidable end. Und wir haben auch getankt. Oh, der hat einen Combo-Counter draufgehauen. Ich weiß nicht, wieso das nochmal kommt. Neid aus Neid war der, okay. Ich meine, der tickt halt auf Todesschwelle runter, aber oder gleich. Hat der keine Todesschwelle oder war das genügend Schaden einfach? Oder das ist einfach Brock, das. Was hat der? Der hat keine Todesschwelle. Nice, dann muss man das noch machen. Ich probiere nochmal Stress runter zu machen. Muss einmal Stress. Über Nameria. Excellent work. Nice, Crisis. Und er ist tot. Das ist doch schön. A slow dissection. An unavoidable end. Ja, mehr Gift. Mehr Gift. Tickt mal für 8 Gift auf die Runde. Vielleicht können wir irgendwann ein bisschen. Yes, 3 Stresspunkte. Das ist dann schon gut. Ohne Danken dran. Profit Losses. Den Helden, den wir brauchten. Nice. Das macht die auch Stress hoch. Das macht bestimmt wieder Stress hoch hier. Sonst sind da mal Leichen da. Sind Hass. Hass. Und Stress hoch. Das war so klar. A slow dissection. An unavoidable end. Das Problem ist, wir können echt nicht da hinten angreifen. That's it. Aber er nimmt 8 Schaden. Ach, der stirbt ja schon direkt. Moment. Ja, der stirbt schon direkt. Easy. Auf den hatte ich's abgesehen. Okay. Lass es doch mal. Mann, OP, echt. Läuft. Läuft, Leute, das sieht sehr gut aus. Ich frage mich noch, was das da oben ist. Hier unter meinem Bild, das geht immer hoch, das hat vorher angefangen. Flammenschwund, the Loathing Spreads. Das hat beim ersten Run auf 1 angefangen und dann ist es hochgegangen. Das hat sich, glaube ich, noch nie reduziert. Das ist irgendwas, was hochzählt. Flammenschwund geht schneller runter. I don't know. Sind die Resistance Encounter? Gab keinen. Stimmt. Oh. Okay. Verlorenes Bataillon. Wir müssen ja hier einen Kampf aufnehmen, aber. Da könnte er auch gut Loot geben. Wir sind gerade gut beieinander. Alle Informationen! Hobby so weiterfahren, muss unterm Karren weiter. Unterm Karren besparen. Aha. Die sind der. Wir haben ja auch die Minus-Gift-Resistenzen.
ist der Aberlästen-Typ, der wird am meisten reinhauen. Ich nehm's zurück. Das sind die Tanks da vorne, die hauen am meisten rein. The slow suffering begins. Was? Nimm das, du rüdige Tölle. Danke, Widerstand zum Glück. Die kann man nicht wirklich ausbluten lassen, oder? Aus 30% Widerstand, aber vielleicht geht er durch. Nice, weil er macht nämlich gut drüber. Okay. Wegkriegen. Das war ein Weg haben. Hat der Todeswiderstand? Oder mal? Neid. Das ist ja gut. Der hat keinen. Also mit 4 Gift ist er tot. Das ist gut. Das ist sehr schön. Mit 3 Runden. Jetzt dann mach dich mal beliebt, Opi. Komm. Du musst ein bisschen lernen. Nicht mal runterstressen. Der OP 1 runter auch, danke. Okay, der AOE-Stress ist ziemlich gut. Nicht vielleicht in der ersten Runde, aber dann ab der zweiten ist es ziemlich praktisch, da reinzuhauen. Die haben Schwelle des Todes. Das ist natürlich ein Problem. Aber vielleicht ist der OP mal zufrieden, wenn er einen töten darf. Wörtlich. A slow dissection. An unavoidable end. Nice. Okay, wir können plötzlich Stress managen. Und Opi freut sich mit Toffelklaus an, weil ihm der Stress hilft. Interessant. Oh, nice. Mal 75% weniger Schaden mit dem KV. Oh, wir haben den Crit bekommen, die 15%. Das ist schlimmer, das verdient, du Wurm. Wow. Jetzt hat Crisis OP minus Damage geben. Jetzt OP darf's nochmal eintöten. Geht dein Stress mal runter? Nein. The means of mastery. Meisterschaft haben wir bekommen, schau mal. Kutschenverbesserung, Crit 2%. Ja, es lohnt sich dann schon die Kämpfe auch anzunehmen. 2% Crit. Und das ist halt. Maria, let's go, klettert alles weg. Mir fehlen ein paar andere Stats, was die. Also zum Beispiel der Nebenschlag gibt's nicht mehr. Ist das aufgefallen? Also, es gibt da Nebenschlagen, aber nur wenn einer Ausweichen anhat. Oh, das war eine Invasion, die blauen nicht. Stimmt. Das war eine Invasion, okay. Da haben wir Hilfe suchen. Ich will da auf jeden Fall hin zum Heldenschrein. Hort, großes Risiko, große Belohnung. Okay, wir gehen links hier. Wir holen uns das Hort mal. If you hope to heal, you have chosen wisely. Oh, cool. Oh. Können wir denn automatisch fahren? Läuft er dann automatisch in die Viecher rein? Was soll ich sagen? Okay, das Minigame mit dem Hin- und Herlenken finde ich nicht so toll. Ich fände okay, wenn er einfach laufen würde. Und die Sachen für sich macht. Ich meine, ich kann Auto fahren lassen, aber dann fährt er einfach auf einer Schiene und fertig. Wahrscheinlich. Hass ist verschwunden. Unten ein kleines Event, echt? Oh, der Hass ist verschwunden. Auf Crisis. Muss man neidisch auf Nymeria. Nice. Einer hat gelesen. Weil der Stress weit so weit unten ist. Alles so leicht, ja, danke. Zum Glück. Early results are encouraging. Wie ist das passiert? Was passiert hier? Wieso töten wir die alle?
steady yourself. Es gab Stress. Hat Obi mir was Gutes an sich. Continues. Ah, er hält sie überleben. In this world, wealth is worthless without purpose. Stunresistenzen haben wir noch, minus Stress. Aber ja, so die normale Trefferchance und so, die sind raus. Weil das ja teilweise, glaube ich, auch einfach frustrierend manchmal war. Weil ich habe immer eigentlich immer Resistenz Treffertrinkets mitgenommen, bloß weil ich es total nervig fand, dass Gegner daneben hauen oft. Aber wenn jemand ausweichen macht, dann hat er halt 50, 75. Let us temper this world's cruelty. Just a little. Nice. Das ist fein. Jetzt können wir da die Hilfesuche machen und dann können wir zum Hort gehen. Großes Risiko, große Belohnung. Da bin ich gespannt, was da abgeht. Und dahinter ist dann die Geschichte des Helden. Das wir hoffentlich kriegen. Brauchen ein bisschen Fackel. I trust you have calculated your odds carefully. Maximum Fackel, wenn es geht. 15, 15. Obi, freut dich mal mit anderen an. Schau mal. In crisis, no gain is insignificant. When the cult came, no orders were shouted, no swords were drawn. There was only stupefying horror. War da gerade, da steht der Kanonenbus, oder? Nee, das ist doch, ja. Ey, wenn du einen Haufen fährst, kannst du Sachen finden. Gegenstände anscheinend, kleine Chance. Rüstige Flamme. Oh! Oh! Riesige Feinde, so nicht rissige Flamme. Wie kann ich denn aus riesige Feinde rissige Flamme lesen? Ich weiß nicht, was mir manchmal passiert, Chat, aber mein Kopf bildet aus riesigen Feinden rissige Flamme. Ich hab. Die haben mehr HP, das ist ein schlechtes Schlecht. Also nochmal da Bonus. Ich habe meinen Gegenstand eingesetzt für Bonusgift und nochmal Gift hinterher. Dann haben wir schon mal 9 Giftschaden über 3 Runden. Plus, wir blenden die hinter den beiden, dann können sie auch nichts. Drauf nur 50%. Dann fängt eine Blutung an. Ich hoffe, der haut daneben. Nice. Und dann ein bisschen Damage braucht er noch, damit er stirbt dann. Daneben bitte. Nice. Okay. Die sind natürlich gefährlich, aber wir machen den Sticken ausbluten. Wir haben auch den Crit. Also Bam plus. Das ist so Blutung für 4 Runden. Das hält gut an. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen ein bisschen Damage. Klaus. Der ist tot. Neid. Mir fällt immer alles so leicht. Bam, Minus Damage drauf. Die haben auch keine Todesresistenzen. Das sollte man bemerken. Können wir den. Wir könnten natürlich auch das Gift heilen, aber. Acht. Promising development. Oh, 8 reicht. Was? Gut an. Ja, ausgewichen. Perfekt. Gift drauf. Steady yourself. Es gibt doch extra Stress hier. Okay, versuchen wir den Stress wegzumachen. Ein bisschen. Hopp, komm, go, go, go. Da hinten weg. Yes. Wir haben doch einen eisernen Schwan. Da können wir nach hinten hauen. Die Barbarin, das ist eins der großen Vorteile, was sie hat. Du kannst aus der ersten Reihe an die letzte Reihe hauen. Das können nicht viele. Wir können nochmal Blendegas machen mit OP. Blend die 2 Scharfschützen. Hoffentlich trifft nur einer, wenn beide 50% haben. Wäre es perfekt, wenn er nur einer treffen würde von beiden. Der ist eh tot. Wenn der daneben haut. Aber der ist dann eh tot.
Dann tun wir nochmal versuchen, Stress. There is comfort in company. Nice. Ah, schau mal, ob die Freunde mit Knopfenlauschern. Man muss hier ein bisschen Stress ein bisschen runternehmen von den ganzen Leichen und dann geht's auch schon viel besser. Wir haben da Minus-Damage jedes Mal. Wird nur mal so viel machen. Töte die Leichen, töte die Leichen. Mehr Minus-Stress. Selber Stress. Ich will halt Opi hauptsächlich runterkriegen. Wo kann ich mir das Sachen entfernen? Gar nicht, ne? Wenn ich den einmal mache, kann ich nichts mehr entfernen. Jetzt sind sie eh verschwunden. Runde 5, das ist die letzte Runde. Jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir aber töten hier in Isotor. Reife Leistung! Na, also, na, mehr läuft auch schon. Gott, könnt ihr beide mal ein bisschen chillen? Das ist ja schlimm hier. Oh, nice. Jetzt ist Stress richtig gut, seitdem Kanonenklaus ist durchspammt. No gain is insignificant. Nice, Resistenzen. Top Party! Wir haben bloß den Numelomser entfernen müssen, damit es besser läuft. Shit! Es kann halt alles passieren. Oh Mann, so ein Numelomser. Es ist halt so unterschiedlich von der Klasse her. Faron hat so alles. Da hat sich das einfach so ergeben. Oh, Feste des Generals. Das ist halt geil. Jeder Run ist dann schon wieder anders und ergibt sich anders. Stimmt, in dem Hospital-Ding kann ich auch Trades wegmachen, muss ich dran denken, immer zu das. Ich nehme mal an, dass es nicht der General ist. Blenden wir. Ich habe vergessen, einen neuen Gegenstand auszurüsten. Fällt mir gerade ein. Eisernen Schwan. Wir müssen den scheiß Armbrustschützen auf jeden Fall wegmachen. Na, nice. So waren der benommen, hä? Huh? Die benommen, Lameria. Puh, dann klatschen wir auf den drauf, der ist am ehesten umzubringen, die sind schwierig umzubringen. Ich meine, die müssen wir die letzten zwei machen. Die sind zwar gefährlich, aber die kann ich nicht wirklich rausfokussen, die brauchen. Und den kann ich rausfokussen vielleicht. Zusammen mit dem da hinten als erstes. Dann den rausnehmen. Neid. Dann nehmen wir erst die beiden raus, wenn es geht. Nice. Let us hope to finish this quickly. Ja, steckt da hoch. 8 Schaden ist tot. Nice. Du stießt mir wieder meine Lorbeeren. Ihr zwei könnt ihr mal aufhören? The smallest variable can make all the difference. Okay. Jetzt können wir uns auf einen. Der hat auch so einen Punkt unten dran, das heißt, hält für 2 Runden. Und das Beste ist, er hat 2 Runden halben Schaden. Genau, okay, no. Okay. Ist das unter 25%? Nein. Und es wäre doch schön, wenn das nochmal anzeigen würde. Ob man unter Lebenszahl ist. Jetzt heile mal. Jetzt heile mal, OP, heile die mal in Maria und schau mal, ob das dann besser vertragt. Ja. Wenn irgendwie eine Anzeige wäre, ob man jetzt. Das muss ich immer so viel rechnen. 33%, das machen wir dazu einfach zu berechnen. Excellent work. Ich kann nur Sudokus gut machen. Okay. Die hauen halt auch rein, ne? Nice. Schwell des Todes plus Gift drauf. Das heißt, der könnte runtergehen. Weitermachen, benommen schon wieder. Ist Laudano. Oh, ich könnte eine Heilsalbe nehmen, ne? Stimmt. Das ist eine gute Idee. There is comfort in company. Weil keiner unter 25 war, habe ich gar nicht einsetzen können.
erschüttern. Was? Na, beeindruckt? Okay, oh, das ist, weil keiner unter 50 ist. Oh, nee, aber Bedingungen nicht erfüllt und so. Wir können literally einfach blenden. Aus Hass mit Freundschaft. Es baut sich langsam auf. Wir können vielleicht Obi noch runter. Nein, 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 nicht auf den hauen, ne? Obi den Stress noch runterbringen, das wäre noch toll. Ich bin dein Schutz. Obi und Kartoffelklaus kommen gut aus. Muss Obi und Ameria kommen überhaupt nicht aufeinander klar. Beiden. Tiss. Die sind so neidisch aufeinander die ganze Zeit. Ah, shit. Der Obi ist halt weggegangen. Schwelle des Todes leider. Nein, 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 nicht treffen. Oh, okay. Das ist auch gut. Schwelle des Todes macht immer einen halben Schaden dann. Es gibt continues. Oh, man kann auch weiterkämpfen und mehr machen, ne? Okay, weiter. Schauen wir mal, was mit so ein Hort. Ob kommt dann ein Boss da hinten dran? Und, oh! Hi. Hi. Was seid ihr so? Töte Verwundete. Bereitet sich auf den Einsatz einer mächtigen Fähigkeit vor. Das ist ja toll. Das ist ja so richtig toll. Bishop. Scheiße. Das ist ein Ritter, der in die nächste. Oh, das ist ein Spott, ist gut. Das ist auch ein richtigen Spott. No, 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 no. Wenn nötig ist, nein, das ist nicht von dem, was du hast. Gott, stopp das! Das sind erstmal einfach vor der Kanne. Und jetzt kommt der dicke Angriff von ihm. Ha! Ausgeweichen und ein bisschen Schaden gemacht. No problem. Das ist doch kein Problem hier. Wir wollen ja Zuspruch, wir wollen eigentlich Damage. Wir müssen den runterkriegen. Wir müssen einen möglichst schnell runterkriegen. Der bietet sich an, weil wir den Giften und alles haben. Und der anscheinend von denen hochgebufft wird. Wenn der niemanden zum Buffen mehr hat, dann ist es auch Kopfwegsprung. Wir könnten den heilen, aber wir könnten auch mehr Gift machen mit Opi. Dann einfach 12 Gift. Und Ameria. 16 Gift. Gut gemacht. Ah, oh. Das muss man aufpassen. Der hat einen Todeswiderstand aber auch. Das ist natürlich das andere Problem. Ich glaube, wir verteidigen Ameria mal, damit da nichts so geht. Für die Freundschaft. Bam, geblockt. Und Schwelle des Todes schon. Okay, jetzt ist er fast tot. Oh, der hat, weil er Stärkung hatte. Okay, ich hau einfach nochmal mit drauf, damit man hoffentlich. Let us hope to finish this quickly. Nice. Okay. 4, das ist okay, halber. Oh, man sieht, wenn man dann hier kommt. Und auch selbst hier Absinthe reinziehen. Oh no, das war nicht unter 25? Oh shit, aber egal, ausweichen ist drauf. Und Locken haben wir ja auch. Zum Spruch. Konzentrierter Beschuss. No, Opi stresst das volle Kanne. Wir haben eisernen Schwan. Wir können da easy nach hinten angreifen. Und warten, bis die Leiche verrottet. Aha. Mehr? Ich meine, da könnte man Heal einsetzen, aber. Es ist doch 25%. Machen wir Blendgas lieber. Dann können wir immer noch heilen. Blendgas hat höheren Cooldown. Marschbefehle. Steph, komm, geh da Stress runter. Nice. Immer für Opi den Stress runter haben, wenn es geht. Das ist. Schwan.
passt. Ja, Bischof ist fast tot. Nice. Der Herr Bischof sollte tot sein gleich. Hat er Widerstand? Hat er nicht, dann ist er tot. Das heilt echt nicht, ne? Ne, es zeigt keinen Heal an. Es muss unter 25% sein, aber es ist genau 25%. Ah, Bullshit. Da muss OP einfach eine Maria heilen, dann passt es auch wieder. Excellent work. Nice. Na und? Oh. Das gefällt OP wieder nicht, wenn ein anderer klettert. Okay, bitte für OP eins runter. Einmal für eins OP eins runter. Yes. Okay, der ist hier der meist gestresste hier. Und heil mal. Na, Mary ein bisschen. Komm, seid ihr nicht happy? Oh. Oh shit, der bringt sich so um, macht bei allen Stress. Der nächste Kampf gibt dicke Sachen. Pestdoktorin. Bei Schwelle des Todes in Zusatzaktion 75%. Inventarplätze, Max LP, weiter, okay. Das sieht jetzt nach einem Bosskampf aus, vielleicht. Mit den dicken Sachen. Ja, das ist ein Bosskampf. Pfahlwurzel, der erste Bosskampf, der ist. Oh shit! Unheimliche Ranken packen von oben zu. Rankengewirr. Oh, damn. Blutungsschaden hat er, aber Gift ist er anfällig. Genau, machen wir gleich einen Laudanum drauf, nicht, dass das irgendwie hochgeht. Und dann Gift ist er anfällig. A slow dissection. An unavoidable end. Nein, bitte jetzt nicht Night machen, wir müssen die erste Runde Gift machen. Ja, kommt mehr Gift, dass gleich mal Gift draufsetzt. Das ist halt Gift. Also, was macht er jetzt? Verstörendes Geflüster. Der macht viel Stress runter, ne? Naja, dann versuchen wir den Stress zu kontern. Zwei Stress runter, ist okay. Ich weiß noch nicht, was die Ranken machen. Fliegen das Gewächs erhält. Speed geht runter. Was ist das? Da unten ist irgendwas unverwundbar. Okay, mehr Gift. Kommt, ihr beide müsst Gift draufstecken. Bitte, nein, du hast es ja gut. Das ist ja doch nicht so. Mehr Gift, 16 Schiffschaden schon drauf. Ich glaube, ich will echt den Stress ein bisschen kontern. Ansonsten, andererseits, die stacken hoch, ne? Das ist vielleicht so, ist so ein Damage-Encounter, dass die Ranken nicht so hoch stacken dürfen. Also, Damage machen versuchen. Das Geflüster. Das ist aber auch ein Stress-Encounter. Ich muss es bei OP runtergehen. Beeinträchtigt Körper und Geist. Okay, das ist echt ein Damage-Encounter. Hier geht das mehr. Mehr. Holy shit. Damage. OP dreht halt gleich durch. Flüsternde Finsternis. Ein Ally kriegt Stress. Wenn alle kriegen Stress. Ach du Scheiße, ist das scheiße, wenn die Ranken oben sind. Oh no! Okay, wir haben ein Problem. A slow dissection. An unavoidable. Geht es auch wieder runter? Flüstern will. Wow, jetzt hat OP Nervenzusammenbruch. Oh, das verschlechtert das alles wieder. Holy shit! Ich kann ja nichts machen, außer den Flüstern die Finsternis. Das geht nicht weg, oder was? Geht es auch weg wieder? Kann ich mal irgendwie aufhören? Oh, das war... Nein!
Damn. Die da unten ist unverwundbar da hinten. Da muss ich doch ihn durch. Oh Gott, OP ist der Einzige, der noch was tun kann hier. Mehr Gift. What the fuck? Ich stehe da in der Tour, was ich dagegen tun kann. Todes. Ich kann nichts mehr tun, also das ist... Nerven. What the fuck? Das ist ein voller Damage-Encounter, aber selbst dann hätte ich es nicht geschafft. Selbst dann hätte ich es nicht geschafft, wenn ich mit allen draufgehauen hätte. Holy shit, man, so viel Damage kannst du gar nicht machen. What the fuck? Jetzt haben es alle. Ja, jetzt kann jeder Bus noch... ins Flüster machen. Aber da oben hat es eine Anzeige, die drei Kämpfe sehe ich jetzt erst. Muss mich vielleicht ein Stückchen hier runterlegen, nochmal schauen. Ich habe verloren einfach, ich kann nichts tun. Es ist kein Damage-Encounter, keine Spoiler. Ich will es nicht vorher gesagt haben. Each covets what the other has and plots to take it. Am ersten Teil mehr. Nee, reicht aber, weil es bloß nur zwei Runden ausgeht. Gift aus. Damn. Let us hope they find peace. Oh, jetzt ist weggegangen die Ranken. Die Ranken sind weg. Was, muss einer sterben, damit die Ranken von den anderen weggehen? Ausblut. Ach, der blutet ja nicht. Scheiß drauf dann. Shit, vielleicht können wir noch mal Doppelgift machen, wenn die nicht gleich sterben jetzt. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Gift, nein. Einfach Gift machen. Komm. Maria. No, kein Schutz. Gift. Mehr Gift. Jetzt sind noch mal 8 Damage drauf. Shit, der war ja überlebt. Okay, Crisis. Nice, 11 Damage ist gut, 11 Damage ist gut. 23. Die beiden muss ich die ganze Zeit hassen. Oh mein Gott, Namiria kann noch einen Angriff machen. Namiria kann noch mal giften. Namiria kann noch mal giften. Nein, aber die dreht durch im Stress, weil Opi sie stresst. No! Ist es tot? Nein, Beziehung prägt sich aus. Missgunst. Ja, ich kann noch mal Gift. Bitte lass sie noch einmal giften. Wir müssen. Nein, nicht töten. Shit! Die hätten noch mal giften können. Damn it. Moment, hätte ich die eigenen angreifen können für Ranken? Nee. Oh, 19. 4 bis 8. 6 bis 8. Der hat halt. Ah, shit, Mann! 6 Leben, 4 Ding, eine Runde, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Oh, Obi ist wieder frei! Oh shit, wenn man sich bewegt! Wenn man sich bewegt! Obi hat sich vorbewegt! Man muss sich bewegen! Man muss sich bewegen! Aber es ist vorbei. Obi, kill die Scheiße auf. Nein, der hat noch Schwelle des Todes! No. In Crisis. Crisis, kill du! Kill du! Mit Crit! No, es kann er nicht mehr! Schwert ist vergiftet oder der Schwert des Todes! Jetzt stirb doch! Nein, Obi ist tot! Nein! Nerven zusammen! Wieso stirbt der nicht? Jetzt stirb doch einfach! Schwert des Todes! Nein, er ist wieder nicht verreckt! Nein! Oh mein Gott, er kann zuhauen! Crisis! 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 Es tötet ihn!
Yes. By confronting the past, we learn to face the future. Yes. Oh mein Gott, wir müssen Sachen wegschmeißen. Wir kommen ihn aber zum Gasthof an. Oh, was haben wir denn da? Elektroresistenzen an der Schwelle des Todes. Bam, zu Rundenbeginn. Ich schmeiß gerade alles weg. Warte, habe ich alles? Nee. Kann ich sogar Relikte wegschmeißen? Ich kann sogar Relikte wegschmeißen, wenn ich möchte. Okay. Es ist Early Access. Ich denke mal, in jedem Patch, wo da kommt, bringen sie dann auch neue Klassen dazu und so. Ich will es selber rumprobieren. Ich will immer selber machen. Ich möchte nichts mehr gesagt werden. Ich habe bei Dark Ascension 1 auch die Anti-Bosse rauskriegen, macht Spaß. Ich glaube, dass es bewegen ist, aber ich will nichts wissen. Bitte keine Spoiler. Lass mich das selber rausfinden. Und wir kriegen die Passgeschichte noch, die sich Crysis verdient hat. Oh, danke, dass du mich gefreut hast. Chapter 2. Die Mutige. The Brave. Nice. Was für ein... Oh, wir müssen kämpfen. The tip of the spear. Poised to sunder the enemy line. To live forever in the songs of her people. Heulender Untergang, also auf einen dicken Schaden oder auf zwei zum Stunnen? Oh, zwei Stunnen? Das ist mir irgendwie eine... Das ist... Oh, die haben widerstanden. Oh, die halten nicht so viel aus. Nice. Die Kratos hauen rein. Oh mein Gott, haben die viel Leben. 60 Leben, wie soll man das gewinnen? Ach du Shit, what the fuck, Mann, wie soll ich denn das gewinnen? Leichnam, hol einen Kameraden zurück. Oh. Was haben die? Die haben 100% Betäubenresistenz? Wieso habe ich den dann überhaupt? What the fuck? Wie soll ich denn das gewinnen? Muss ich bloß dauernd wiederbeleben? Das ist ja ein Ewigkeitskampf. Shit. Dann geht der Stress wie nix hoch. Aber jetzt, wenn einer stirbt, geht der Stress hoch. Die sterben ja wie nix. Und bei 10 Stress wird es auch wieder vorbei sein. Okay, nein, wir wiederbeleben nicht. Wir sterben schnell. Ich hau drauf. Vielleicht schaffen wir es alleine. Ich glaube, das Wiederbeleben. Ich glaube, das Ziel ist es, zu erkennen, dass sie alleine besser dran ist als ihre Freunde. Oh, vielleicht muss man das so. Es gibt aber auch Stress. Okay, vielleicht doch nicht. Holy shit, nein, wenn alle tot sind, machen die bloß noch den Schrei. Holy shit. Okay, nein, dann muss ich wieder beschwören. Okay, nein, 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 nein. Okay, es geht nicht. Oh, er kann beide wiederholen. Okay. Okay.
Die dürfen nicht sterben, also. Gott, habe ich jetzt schon natürlich schon viel Stress bekommen. Ich meine, sobald mal einer tot ist, geht's besser, aber. Das ist halt schwer. Den Schaden, was man anrechnet, ist noch nicht so hoch. Und die kritten dann hier alles tot. Wenn nie im Leben, wie soll man das gewinnen? Jetzt bin ich bei 7 Str. Zusammenkauern. Your entire life spent in preparation. Oh. But when it mattered most, she had failed. Zusammenkauern am Ende. Oh, das erzählt die Story von ihr. Wo es am meisten. Oh, sie hat die Leute dann im Stich gelassen, hat sich zusammengekauert und konnte nicht, hat von Stress und der Furcht bekommen. Oh, das ist ja cool, wie es die Story erzählt. Einfach diese Hilflosigkeit, was du da hast. Entfernt. Oh, es entfernt auch atemlos. Und macht Bonusschaden, wenn das Ziel blutet. Aber leider nicht diesen Heal. Okay, dann. You know. Es war ehrenvoll mit der Crisis. Aber. Boah, da hier kann ich falschen. Nicht vorzufalschen. Na, vor ehrenvoll zu sterben. Dann noch jeden Meter zu gehen. Horta. Das Spiel rockt, ne? Da kann man auch Sachen kaufen. Resistenzen. Rundenbeginn getarnt sein oder so. An elementary problem. Is it not? Ich will bloß gucken, oder mal. Ich schmeiß mal alles weg. Your collection can wait. I don't know, press onward. Naja, du kriegst halt immer mehr, du schaltest halt immer mehr frei, wie so einem Roguelike. Und es fühlt sich dann zu Ding an. Und dann, wenn du neue Klassen oder so freischaltest, kannst du auch wieder neue Zusammenstellungen machen. Man muss halt mal versuchen, und dann. Du hast halt so viele Zufälle. Okay. Das war's dann, ne? Crisis, wow, betäubt erste Runde. Wow, wow. Wie bitter. In wie Crisis, bitter. We can rely only upon each other. Und was bis jetzt noch keiner bekommen hat, war so heldenhaft oder so. Anscheinend, wenn Stress vorgeht, drehen sie immer durch. Nice, wir haben noch einen Angriff. Haben wir zwei Aktionen? Yes, wir haben zwei Aktionen. Weil an der Schwelle des Todes doppelte Aktion. Nice. Nice. Crisis hat nur einen mitgenommen. Nach der Aktion vom Boss. Stimmt, es gibt keine Affliction, wenn Stress voll ist. Es gibt Leben null. Aber doch, naja, es gibt Afflictions im Sinne von. Die kriegen Stress gegeneinander. Wie heißt es, dass sie gegeneinander. Wow! Ihre Beziehungen gegeneinander gehen runter. Crisis hat zwei mitgenommen. Und wenn ihr auf Ding kauft. What the fuck, man? Nimmt Cuddy42 als Creator Tag. Wenn ihr unterstützen wollt. Und ja, es gibt einen Gutschein auf Epic dafür. Let us hope they find peace. Zwei aber mitgenommen. The flame grows stronger. Shit. Are you shaken? Yes. There is so much worse in store. Das war Ziele abgeschlossen. Gegenstände weggeworfen. Ich sehe es nicht, wie viel es ist. Aber ich könnte rechnen. Meilen zurück in die Region.
Holy shit, diese Ziel abgeschlossen gab halt auch dicke. Ausreißerin ist doch. Bärenfalle, ich nehme mal solche Sachen. Chance, einen negativen Tick zu entfernen beim Gasthof. Da gibt's auch so. Oder ich schau mal die Sachen an. Resistenzen. Crit-Chance. Oh Gott, haben wir da viele Sachen gleichzeitig freigeschaltet. Ich glaube, die haben nicht gedacht, dass man so gut ist gleich am Anfang. In Anführungsstrichen. Also, ich denke mal, die denken so, du stirbst viel öfters, viel früher und kriegst erstmal Stufen. Also, kriegst du gleich 5 Level auf einmal. apply on hit. Kampfbeginn. Diffetrie. Aha, ungestüm. Prahlerisch. Gossentaktiker. Da gibt man eine Gosse mehr. Macht der Verzweifler finster, ja, wissen wir. Das Spiel ist so geil. Es war am Anfang so, oh, ist neu, muss man angucken. Ich will die Aussätze sehen, natürlich. Das ist ganz wichtig noch, und dann machen wir Schluss. An ocean of emptiness. Das gucken wir uns jetzt noch an, Chat. Slowly swallowing the world. Weil dann haben wir auch zwei Leute, die austauscht werden können, rein theoretisch beim Gasthaus. Indistinct and ill-minded. No comfort awaits you here. Und da gibt's dann auch noch Sachen. Ich frag mich, was man da dann noch abschließen kann. Long enough. Das wird man alles rauskriegen. Schritt für Schritt. The crossroads. Who will step forward into the light? Aber gut Nacht, Gabba, wenn du schon hier bist. Die ist neu. Was kann die denn? Oh, die verbrennt, Leute. Das ist eine Pyromanin. Okay, die kann angreifen und verbrennen. Glühwürmchen, sengender Schlag. Rauchwand. Das Ziel wird blind für 2 Runden. Die ist neu, ja. Die haben sich, ich nehme mal an, für Early Guests haben gesagt, okay, wir brauchen einige Klassen ready und wir brauchen mindestens eine neue ready. Und ich denke mal, es werden natürlich hier, ich denke mal, es werden alle alten dazukommen. Das ist meine Annahme. Und noch neue dazukommen oder so. Weil du kannst ja hier beim Hochleveln immer noch Leute dazu machen. Das ist ja... Also ich hätte nichts dagegen, dass du da... Rauchwand. Selbst zurück und Tarnung. Oh, ich ab durch die Mitte. Kaminfeuer. Ignoriert Tarnung und entfernt Tarnung. Nice. Steht denn hier doch? Feuer und Rauch, Vernichtung und Verhüllung. Und dann haben wir noch vorwärts und zieht einen Gegner heran. Okay, geht selber vor und zieht einen anderen ran. Heilt sich. Oh, die kann einfach einen heilen und Blutung entfernen. Einfach so um 25%. Kontrollierte Verbrennung. Das Ziel wirkt eine Flamme. Was ist denn das für ein Token? 2 Brennung und Monster at this rank at the start of your turn. Oh! Der kriegt jede Runde 2 Verbrennung dazu. Er brennt immer stärker. Okay, das ist stark gegen den Boss. Das ist stark gegen den Boss, wenn es mehrere Runden dauert. Erste Runde brennt für 2, dann für 4, dann für 6, dann für 8, dann für 10 Schaden. Puh. Zurück und verbrennt beide vorderen Ziele. Okay. Drachenodem. Feuerteufel. Oh, die kann jemanden buffen. Und dann, wenn der trifft, macht er Brennung dazu. Feuersbrunst. Der Rest von dem Feuerschaden auf einen Gegner in front as damage to target. Oh, der vorderste Gegner. Okay, der vorderste Gegner braucht anscheinend Feuer. Und die kann dann ein Feuer nach hinten übertragen. Okay, okay. Interessante Taktiken, was man da rauskriegt. Nice. Und mal einen neuen Grimmelnarr dazu. Die haben ja auch neue Sachen. Und Aussätzigen. Und Okkultisten, auf den freue ich mich. Sau geiles Spiel.